Hi Leute, Zeit für den nächsten Zutatenwunsch. Den werde ich gleich mal ziehen. Mal schauen, was es diesmal ist. Ja. Es ist ein Wunsch von Überlebe deinen Traum. Wie wäre es mit diesen Zutaten? Kartoffeln, Paprika und Chilis. Würde mich freuen. Ja, mal schauen, was daraus wird. Okay, also für euch bis gleich, für mich bis später. Tschüss. Moin, so, da bin ich wieder. Und ja, ich habe ein bisschen über den Zutatenwunsch von Überlebe deinen Traum nachgedacht und habe als erstes eigentlich gedacht, gefüllte Paprikaschoten zu machen. Allerdings hatte ich die schon mal gemacht, zwar auf eine etwas andere Art und Weise. Aber ja, ich habe gedacht, dass ich diesmal einfach umdrehe und dass ich nicht die Paprika fülle, sondern die Kartoffel. Also mache ich gefüllte Kartoffeln mit einer Füllung aus Paprika und Chili. Okay, los geht's. So, als erstes braucht ihr mal ungefähr 8 bis 10 Kartoffeln. Das wird sich mit der Größe der Kartoffeln einfach ändern. Und da könnt ihr auch einfach ein bisschen ausprobieren und gucken, für wie viel die Füllung nachher reichen wird. Ja, ihr könnt im Endeffekt auch einfach noch eine Kartoffel hinterher ausfüllen, wenn ihr ein bisschen zu viel Füllung haben solltet. So, bei den Kartoffeln gucke ich jetzt erstmal, wie rum sie am besten liegen. Und genau an der gegenüberliegenden Seite schneide ich dann circa ein Fünftel ab, damit wir so eine glatte Fläche haben. Und die Reste könnt ihr ganz einfach erstmal sammeln. Dann braucht ihr so einen Kugelausstecher. Und ja, vielleicht könnte das auch mit einem kleinen Löffel funktionieren, aber ich stelle mir das extrem schwer vor. Also am einfachsten wäre es wirklich mit so etwas. Und damit hülle ich die Kartoffeln jetzt einfach schön aus. Wie viel ihr die aushüllt, ist im Endeffekt euch überlassen. Aber ich lasse immer so ungefähr geschätzt 1 cm übrig. So, dann braucht ihr einen Mixer oder halt ein hohes Gefäß für einen Pürierstab. Und da könnt ihr erstmal 100 Gramm von dem Kartoffelinneren reingeben. Und zwar am besten die Stücke ohne Schale. Und von den Kartoffeln wird auf jeden Fall das Innere übrig bleiben. Aber ja, ich denke mal, bei Kartoffeln ist es nicht weiter schwer, die weiter zu verarbeiten. Entweder könnt ihr die einfach braten oder halt ja, einfach Suppe draus machen. Dann kommt noch eine halbe Paprika in den Mixer. Das sind jetzt ca. 100 Gramm. Ebenso eine Zwiebel, ebenfalls 100 Gramm. 1 bis 2 Knoblauchzehen. Eine Chilischote. Und natürlich könnt ihr da wie immer variieren, wie viel ihr nehmt und welche Chili ihr nehmt. Und dann kommen noch 2 Esslöffel Cashewkerne dazu. Die sollen dem Ganzen so ein bisschen Festigkeit verleihen. Und wenn ihr jetzt Cashewkerne nicht da habt oder einfach keine nehmen wollt, dann könnt ihr das auch mit 2 Esslöffeln Stärke machen. Das macht das Ganze allerdings so ein bisschen stärker und ein kleines bisschen pappiger. 1 Teelöffel Rosmarin, 1 Teelöffel Majoran und 1 bis 1,5 Teelöffel Salz. Das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen viel. Und die Masse wird wahrscheinlich auch recht salzig sein. Das macht aber nichts, denn beim Backen später wird das Salz auch in die Kartoffel gehen und sich sozusagen ein bisschen verteilen. Und damit ist es schon nicht mehr ganz so kräftig. 2 Esslöffel Olivenöl kommen auch noch dazu. Allerdings mixe ich es erstmal ohne und mache das Ganze zum Schluss nochmal mit rein und mixe es nochmal kurz mit, weil das Olivenöl sehr leicht auch bitter wird, wenn man das püriert. Jetzt könnt ihr das erstmal so lange mixen, bis ihr eine schön feine Masse habt. So, jetzt das Olivenöl dazu. Und ein paar Sekunden nochmal mitmixen. So. So, und damit habt ihr eine wunderbare orange Füllmasse für eure Kartoffeln. Ihr könnt die natürlich auch mit gelben Paprika machen. Das sieht auch ziemlich gut aus. Hat dann halt so ein leuchtendes Gelb. So, mit der Füllmasse fülle ich jetzt einfach die Kartoffeln.
Nicht unbedingt das, was über den Rand geht, aber es kann ruhig so ein kleines Häufchen sozusagen drauf sein. So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Füllung übrig. Das würde jetzt wahrscheinlich mal so für ein bis zwei Kartoffeln reichen. Also ich könnte jetzt einfach noch mal zwei Kartoffeln nachschneiden und die damit füllen. Mache ich jetzt aber nicht, weil ich jetzt keine größeren Kartoffeln mehr da habe. Und ja, ihr könnt das auch super als Pizzagrundlage nehmen. Also ich habe damit letztens sozusagen ein Flammkuchenrezept gemacht und habe das einfach als Soße unten drunter genommen. Ist jetzt ein bisschen wenig, habe ich hab noch ein bisschen Wasser dazu gemacht. Und ja, das schmeckt auf jeden Fall auch sehr lecker. Also ihr könnt das auch noch woanders weiterverwenden, wenn ihr möchtet. So, und die Kartoffeln kommen jetzt erstmal in den Ofen und zwar bei 180 Grad für circa 30 bis 35 Minuten. So, das waren jetzt ca. 35 Minuten. Ganz einfach deshalb, weil ich den Ofen vorher nicht vorgeheizt habe. Und so sollte das Ganze nachher aussehen, dass die Füllung so ein kleines bisschen, ja, rausgequollen ist. Aber trotzdem noch schön weich und fluffig ist. So, und schon habt ihr wunderbar würzig gefüllte Kartoffeln. Und ja, die eignen sich jetzt als ganz besondere Beilage oder halt auch als Snack auf Partys, denn ja, die kann man auch wunderbar kalt essen, erst recht, wenn eine schöne Soße dabei ist. Ja, mal kosten. Ja, wirklich lecker. Und wie gesagt, das Salz ist jetzt richtig in die Kartoffeln reingezogen. Und dadurch schmeckt das Ganze einfach ja, wunderbar rund. Und die Füllung ist auch ja, so ein bisschen fluffig, weich. Also hat schon seine Festigkeit. Also sie läuft nicht raus sozusagen. Aber trotzdem ist sie richtig schön fluffig. Und das macht das Ganze nochmal ja, besonders lecker, finde ich. Und die Füllung, die bei euch eventuell übrig geblieben ist, die könnt ihr, wie gesagt, auf einen Flammkuchenteig streichen und backen. Oder was ich mir auch gut vorstellen kann, ist eine Paprika zu vierteln und dann ein bisschen von der Füllung reinzugeben und das dann nochmal zu backen. Ja, stelle ich mir auch sehr lecker vor als Gemüsebeilage. Okay, dann vielen Dank an Überlebe deinen Traum für diesen tollen Zutatenwunsch. Ja, ich werde gleich mal den für nächstes Mal ziehen. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.